Jo, was geht meine GTA-Freunde aus Sallyvillisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute habe ich einen mega einfachen Solo Unlimited Money Glitch für euch. Was braucht ihr für diesen Money Glitch? Ihr braucht einen Bunker, ein MOC im Bunker, im MOC das Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt, am besten ein Easy. Dann braucht ihr noch ein Apartment Penthouse. Ganz wichtig, nicht das Casino Penthouse, sondern das Apartment Penthouse, also im Eclipse Towers. Dann solltet ihr euch noch im freien Zielen befinden und dann können wir auch schon loslegen. Ihr geht einfach nur in euer MOC rein und fahrt das Fahrzeug raus, welches ihr duplizieren wollt. Wie gesagt, ich mache das hier mit dem Easy, bringt am meisten Geld. Ihr könnt natürlich auch ein LG Retro Custom nehmen. Seid dann in eurem Bunker mit dem Fahrzeug gespawnt, fahrt ihr ihn jetzt ganz einfach nur, so wie ich den hinstelle, an die Wand. Ihr müsst halt oben rechts die Meldung haben, drücke Steuerkreuz nach rechts. Jetzt steigt ihr aus dem Fahrzeug aus und schaut, ob ihr hinterm MOC einen blauen Kreis habt. Habt ihr den blauen Kreis nicht, dann müsst ihr jetzt einfach nur das Fahrzeug ein bisschen umparken, sodass ihr weiterhin oben links die Meldung habt, drücke Steuerkreuz nach rechts. Und wenn ihr dann aussteigt, dürftet ihr auch dann den blauen Kreis haben. Habt ihr dann den blauen Kreis, öffnet ihr euer Pausenmenü, geht auf die Karte. Wenn ihr jetzt keine Jobs zu sehen habt wie ich, müsst ihr jetzt aus dem Bunker rausgehen. Wenn ihr Jobs zu sehen habt, könnt ihr weitermachen, dort wo ich jetzt dann draußen weitermache. Seid dann außerhalb eures Bunkers, müsst jetzt einen Job aussuchen in der Nähe eures Apartment Penthouses, also Eclipse Towers, und startet diesen mit Viereck. Nachdem ihr dann in den Job geladen wurdet und ihr im Jobmenü seid, müsst ihr jetzt einer random Person nachjoinen, die sich in einem anderen Zielmodus befindet. Die erste Meldung, die kommt, diese bestätigt ihr mit X und die zweite Meldung lehnt ihr mit Kreis ab und ihr seid jetzt in der Nähe eures Apartments. Jetzt müsst ihr nur noch euer Apartment betreten, also euer Apartment Penthouse. Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen. Seid ihr dann in eurem Apartment Penthouse, begebt ihr euch dann vor euer Heißraum. Also nicht reingeht, sondern ihr bleibt davor. Öffnet jetzt euer Interaktionsmenü und ändert den Apartment-Stil. Habt ihr den Apartment-Stil geändert, müsst ihr jetzt nur noch in den Heißraum reinrennen. Sobald ihr dann über die Türe lauft, spammt ihr die Steuerkreuz-Taste nach rechts. Ihr solltet dann in die Planungstafel gezogen werden. Wenn ihr dann in der Planungstafel seid, geht ihr wieder raus und ihr solltet keine Map haben. Wenn ihr eine Map habt, müsst ihr diesen Schritt noch einmal machen. Wenn ihr jetzt keine Map habt, dann öffnet ihr jetzt eure Karte, geht auf irgendeine Location, wo sich ein LG RH8 befindet. Ich mache das hier mit der Arena und ihr startet dann diesen Job. Ihr könnt es natürlich auch mit der Basis oder mit dem Nachtclub machen, das ist euch überlassen. Seid ihr dann im Jobmenü, müsst ihr jetzt wieder eine random Person nachjoinen. Die erste Meldung, die kommt, bestätigt ihr mit X. Die zweite Meldung lehnt ihr mit Kreis ab. Nun seid ihr auch schon in der Nähe der besagten Location. Ihr betretet jetzt ganz einfach nur die Location. Ihr werdet auch feststellen, ihr könnt nicht so schnell rennen, sondern nur so, wie ihr dann im Apartment rennt, ne? Wenn ihr dann eure Location betreten habt, müsst ihr jetzt nur noch in euren LG RH8 einsteigen und ihr fahrt mit diesem nach draußen. Wenn ihr dann draußen spawnt, werdet ihr auch schon relativ schnell feststellen, ihr spawnt ohne Fahrzeug. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt öffnet ihr wieder eure Karte, geht auf einen Job in der Nähe eures Bunkers und startet auch diesen mit Viereck. Auf der Xbox weiß ich leider die Taste gerade nicht. Also ihr müsst auf jeden Fall den Job starten in der Nähe eures Bunkers. Wenn ihr dann im Jobmenü seid, müsst ihr wieder eine random Person nachjoinen. Die erste Meldung, die kommt, bestätigt ihr mit X und die zweite Meldung lehnt ihr mit Kreis ab. Habt ihr das dann soweit erledigt, spawnt ihr auch schon in der Nähe eures Bunkers. Jetzt müsst ihr nur noch euer Bunker betreten und zu eurem Fahrzeug gehen. Seid ihr dann an eurem Fahrzeug, steigt ihr ein und ihr werdet auch relativ schnell feststellen, eure Kennzeichen ändern sich. Wenn eure Kennzeichen sich geändert haben, steigt ihr aus dem Fahrzeug wieder aus und betretet dann zu Fuß euer MOC. Wenn ihr in eurem MOC seid, werdet ihr auch schon feststellen, der MOC ist leer. Jetzt müsst ihr einfach nur noch nach vorne rennen und euer MOC dann durch die vordere Türe wieder verlassen. Wenn ihr dann wieder in eurem Bunker gespawnt seid, steigt jetzt einfach nur in euer Fahrzeug ein, drückt dann dort die Steuerkreuztaste nach rechts, ihr bestätigt dann die Fahrzeuglagervollmeldung, euer Originalfahrzeug wird dann dorthin gebracht, wo euer LG RH8 stand und euer Duplikat ist dann jetzt im MOC gespeichert. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, dann zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut! Haut's rein und ciao, ciao.